Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show an diesem schönen Freitagabend um 20 Uhr. Ihr habt richtig eingeschaltet, wie immer. Ja, ich bin euer Flex, euer Reflex. Ich begrüße euch alle herzlich hier. Ihr drei lieben Zuschauer, wer auch immer das ist. Ja, wir spielen weiter Alien Isolation und ich freue mich wie ein Scharnitzel und es ist wieder so komisch beleuchtet. Ja, wir schauen mal, wie weit wir heute kommen werden. Ich habe gute Neuigkeiten, mir geht's einigermaßen wieder besser. Also ich habe mich gut erholt. Ich hoffe, er lädt jetzt den Speicherstand, weil ich hatte den Speicherstand kurzzeitig gelöscht, aber vorher kopiert auf dem USB-Stick. Und ich möchte das Spiel laden. Ja, genau. Aktuellen Speicherstand laden, genau. Genau, der Flex ist wieder da und natürlich bin ich unheimlich im The Evil Within Rausch. Ich habe noch bis gerade noch zwei Folgen aufgenommen, The Evil Within. Und hatte, ja, was heißt bis gerade noch? Ich hatte ja die PlayStation auf dem Stream an. Jetzt will ich natürlich nicht lügen, sondern gerade noch die letzten zwei Folgen bearbeitet und schon mal hochgeladen. Ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr geil. Es hat mich echt vom Hocker gehauen. Einige Stellen haben mich echt wirklich vom Hocker gehauen. Die sind echt krass. Also, holla die Waldfee. Ja, hallo Klangkasper, hallo Seppel, hallo Vladibos. Ich begrüße euch herzlich. Und ich bin natürlich rattenscharf auf Alien. Ich will endlich weiterspielen. Ich will wissen, wie es geht. Ja, und natürlich auf YouTube tut sich viel. Ihr habt ja meinen neuesten Vlog wahrscheinlich schon gesehen. Für die, die es noch nicht... Ein Raum voller Leichen, das ist doch alles absoluter Unsinn. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei. Hallo Bratwurstbona, ich grüße dich. Mich haben sie auch geblockt, weil ich The Evil Within am Freitag vor Release gestreamt habe. Naja, passiert. Achso, ja, genau, zu dem Thema. Mein Twitch-Account wurde gebannt. Und zwar aus diesem Grund, weil Twitch kein Playroom akzeptiert. Das wusste ich aber bis dato noch nicht. Und deswegen wurde ich gebannt, aber mein Channel ist wieder freigeschaltet worden. Ich habe aber die Mail bekommen, dass ich, wenn ich es nochmal tue, wird dafür immer gelöscht. Und das werde ich natürlich nicht riskieren. Dafür habe ich schon viel zu viel hier, ja, nicht investiert, aber schon viel zu viel gemacht mit dem Channel. Ja, YouTube Alien Isolation. Von Anfang an wird es jetzt erstmal ein paar Folgen geben. Von dem ersten Stream an geht's jetzt erstmal an, kommen ein paar Folgen. Die werde ich hochladen. Für die, die den Anfang verpasst haben, können jetzt natürlich dann anschließend nochmal reinschauen. Ja, The Evil Within, jeden Tag um 17 Uhr gibt es eine Folge. Spielunky kommen auch Folgen. Minecraft, also es tut sich sehr, sehr viel in der letzten Zeit. Was stand denn jetzt hier an? Jetzt muss ich doch nochmal auf die Karte schauen. Wir müssen da oben hin. Und hier sind auch einige Sachen, die wir noch gar nicht... Okay, also da lang. Ich weiß gar nicht, was jetzt anstand. Wie ist überhaupt eigentlich die Steuerung nochmal? Ich muss selber erstmal gucken. Ich bin jetzt auch voll raus aus... Voll raus aus... Ach ja, wir haben eine Pumpgun. Stimmt, wir haben eine Pumpgun bekommen. Und ich bin voll raus aus dem Thema. Wie gesagt, ich habe total die Steuerung von The Evil Within im Hinterkopf und deswegen seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier wahrscheinlich total abkacke. Hi Nice King, ich grüße dich. Achso, und so war... Ach ja, so war ja... So war gucken. Wie... Und ich habe mir auch ein Let's Play von anderen YouTubern angesehen, von Alien, aber... nicht komplett durch, weil die sind ja noch nicht durch, sondern die haben erst angefangen. Also ich bin weiter wie die. Das heißt, ich habe mich nicht gespoilert. Und mir ist aufgefallen, ich habe einiges liegen lassen. Ich habe einiges liegen lassen, wie zum Beispiel hier diese Kartenaktualisation. Das habe ich... Oh Gott. Oder hier diese Kisten. Das habe ich alles liegen lassen. Das sind einige Sachen. Und ja, aber naja gut. Das kann man ja immer noch nachträglich holen. Wir können jetzt natürlich auch zurückfahren und erstmal alles abgrasen, was hier in dem Spiel gibt. Das überlasse ich euch einfach mal die Entscheidung, ob ihr da Lust habt, das zu sehen, ob ich nochmal zurückgehe, wenn ich den Ionenschneider habe. Den habe ich ja noch nicht. Ich,
Hier habe ich natürlich den Plasmaschneider. Hier könnte ich jetzt mal reingehen, um mal zu gucken, wo es dahin geht. Aber schön, dass du wieder da bist. Bin mal wieder weg. Spoiler. Viel Spaß dir euch noch. Ja, Dankeschön. Genau, die Entscheidung lasse ich ganz mal bei euch, ob wir das tun oder nicht, oder ob wir einfach straight der Story folgen. Wir müssen da oben lang. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal erstmal hier lang jetzt. Und dann schauen wir mal. Noch eine gute Nachricht ist, ja, ich habe seit letzten Sonntag nicht mehr geraucht. Ich habe das Rauchen aufgegeben. Das heißt, ja, die jetzt drauf gehofft haben, dass es eine Pause geben wird. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. ja, seit letzten Sonntag rauchfrei. Ich hoffe, ich halte das auch durch alles. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes. Taschenlampe haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Natürlich freue ich mich darüber, dass ich das schaffe. Oder wenn ich schaffe. Silent Bob 1983, grüße dich. Hallo. Spielst du auf normal oder schwer? Nee, ich spiel auf normal. Ich bin ja immer noch nicht durch. Seit 2 Wochen Freitag. Wann habe ich das erste Mal gespielt? Am 3.10. habe ich das erste Mal gespielt. Seitdem jedes Wochenende, freitags und samstags, gibt es ja die Let's Play Live Show. Um 20 Uhr. Gib einfach mal Werbung ein, da siehst du alle Informationen über mich, auch um meinen YouTube-Channel. Und ich bin immer noch nicht mit dem Spiel durch, deswegen, das ist für mich jetzt auch hier alles erstmal neu. Ja, eine Woche nicht rauchen, ja, definitiv. Ich habe jetzt seit einer Woche nicht geraucht. Und ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das bis jetzt geschafft habe. Wo geht's denn hier hin? Primären Pflegebereich. Supi, hoffentlich rauchst du dann nie mehr. Spaß, viel Geld. Ja, darum geht's mir eigentlich auch. Um, dass ich Geld. Oh Gott, dass ich Geld spare. Wie gesagt, eine Woche jetzt rauchfrei seit letzter Woche Sonntag. Hallo Gerolix und hallo Anakin Skywalker. Ich grüße euch beide, euch alle. Zur Let's Play Live Show, wie gesagt. Ich bin wieder einigermaßen fit. Colonial Packs. Okay. Hallo ABC. Schön, dass ihr alle da seid. No hospital, no lottery, no hope. Keine Hoffnung. This life for rent. Na. Was? Looters will pay. Ich habe so ein wenig das Gefühl. Achso, Prost erstmal zusammen, ne? Kannst das Geld im Game stecken. Jo. Auf jeden Fall. Und ich fühle mich auch besser. Vor allen Dingen, mir ist. Muss ich kurz mal was erzählen dazu? Ich mache aber die Lampe aus, sonst verbrauche ich die. Ich habe heute seit einer Woche auch mal wieder ein Bier angefasst und es schmeckt heute ganz anders, seitdem ich auch nicht mehr rauche. Es schmeckt irgendwie nach Bier. Ich weiß nicht, ob ich meine Geschmacksorgane wieder habe oder so, aber es schmeckt eher so richtig nach Bier. So hat mir das noch nie, ja, so hat es mir noch nie geschmeckt, so wie jetzt und heute. Wann zocken wir mal Destiny? Ja, Destiny ist eine gute Frage. Können wir nächste Woche mal machen, wenn du Lust hast. Und unter der Woche am besten irgendwann. Weiß ich, vielleicht Dienstag oder so. Weil ich ja abends natürlich auch. Aber nicht abends, weil wie gesagt, abends muss ich halt ein paar Folgen wieder aufnehmen von Evil Within und ich will ja auch da weiterspielen. Aber wie gesagt, einiges tut sich jetzt auch auf YouTube. Viele, viele Videos kommen. Seid gespannt. Zwar nicht jeden Tag. Gut, Evil Within auf jeden Fall jeden Tag. Damit er natürlich am Ball bleibt. Muss erst eben Grey's Anatomy zu Ende gucken. Bis gleich. Ja, bis gleich. Jetzt nur noch kein Bier mehr trinken, dann alles top. Auf jeden Fall. Dienstag ist gut, habe ich auch frei. wie findest du bis jetzt Evil Within Flexi? Ich finde es richtig cool, richtig geil, erinnert unheimlich an Resident Evil 1 oder so oder 2, so um den Dreh. Aber richtig geil, vor allen Dingen, oh, da war ein Schocker dabei, ey, da hab ich so gezuckt, das werdet ihr auch sehen. Wo. Ach, hier sind wir jetzt. Wo ich da zusammen gezuckt bin, wie gesagt, lasst euch da überraschen, das müsste Folge 11? Folge 10 oder 11 müsste es sein. Wir sind ja jetzt momentan erst bei 5, 4 oder 5.
Ach, hier kann ich mich jetzt auch umsehen, ne? Das ist supi. Und hier ist auch eine Karte. Cool, dass man hier nochmal zurück kann. Hast du das Spiel schon mal durchgespielt? Welches Spiel schon mal durchgespielt? Ich weiß gerade nicht, welches Spiel du meinst. Mussten wir hier lang? Gehen Sie zur Sevastopol-Scam-Turm. Okay. Ich weiß nicht, welches Spiel du gerade meinst. Ob ich Evil Within oder Alien schon durchgespielt habe. Weiß ich jetzt nicht. Also Evil Within auf keinen Fall. Ich bin ja da. Okay, da können wir auch lang. Also Evil Within habe ich ja, wie gesagt, jetzt gerade erst angefangen. Zu Let's Playen. Nein, Alien bin ich noch nicht durch. Auf keinen Fall. Das ist alles für mich jetzt noch hier neu. Und hier ist überall Wasser. Okay. Und überall so verschiedene Türen. Was? Wer sitzt denn da? Ist das der Zahnarzt? Ist das der Dentist? Dr. Chivago war hier. Aber er hat diesmal nicht die Finger abgeschnitten, sondern er hat ihn in die Brust geschnitten. Dementsprechend guckt er auch. Dürfen wir hier irgendwas benutzen? Ein Bohrer oder so? Das ist tatsächlich der Zahnarzt. Das gibt's doch gar nicht. Was ist gruseliger? The Evil Within oder Alien? Du, Puh, ich finde, man kann beide Spiele so eigentlich nicht vergleichen, weil Alien ist eher so dieses Survival und Evil Within ist eher so dieses Psycho-Schocker-Dingen. Aber ich finde beide Spiele sehr, sehr geil. Also gruselig, würde ich sagen, ist natürlich eher The Evil Within, weil da natürlich auch die ganzen Zombies hast und die ganzen Riesenviecher, aber natürlich gruselig auch ist Alien. Also ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Ich weiß es nicht. Weil, weil hier dieses Unbekannte, dieses Unerfahrene hier in diesem Spiel ist. Lingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Okay. Diese Tür benutze ich gleich erstmal. Ich werde erstmal mich hier umsehen. Hi Fipsi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Sind die zwei Spiele sehr gruselig? Ja, die Frage ist mal, was bedeutet gruselig? Also gruselig finde ich immer ein Spiel, wenn man da wirklich so unheimlich so dieses Gefühl hat, was könnte da jetzt... Wie kriegen wir das Feuer denn aus, um an die Kiste zu kommen? Ach so, okay. Ich finde immer dieses Neue, dieses Unerwartete so... Das ist hier bei Alien sehr gegeben, weil du kennst dich hier nicht aus. Du versuchst hier dein Bestes zu geben und hinter jeder Ecke könnte... Uah! Was war das denn? Hinter jeder Ecke könnte das Alien lauern. Boah, wo müssen wir denn... Ich weiß, wir müssen da mit dem Fahrstuhl fahren, aber... Ach, hier sind noch diese ganzen Räume. Okay. Dann gehen wir doch mal da hinten lang durch den dunklen Raum. Silent Hill habe ich... Ist mir zu hart. Oder PT, aber ist mir zu hart. Habe ich die Hosen voll. PT habe ich immer noch auf der Platte. Ich denke mal, dass ich das mal irgendwann mal wieder spielen werde.
Verbesserung für den Ionenschneider brauchen wir. Oh Gott. Und Strom wieder herstellen. Okay. Also kommen wir hier nicht lang, also können wir da hinten lang laufen. Ja gut, aber P.T., also Silent Hills, werde ich mir definitiv zulegen, weil ich ein großer Silent Hills Fan bin. Oder Silent Hill Fan. Mann, das sieht so toll aus mit dem Feuer und alles. Ich hoffe, die Streamqualität ist heute einigermaßen. Prost zusammen. So, oh, was haben wir hier? Sensor, können wir was bauen vielleicht? Wir sind so gut ausgerüstet, das gibt's gar nicht. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Molotow-Cocktail. Elektroschock-Munition. Ansonsten sind wir gut ausgerüstet. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist ja der Hammer. Aber Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun? Wir können ja die ganze Zeit so rumlaufen, aber finde ich, die Atmosphäre haut's damit nicht hin. Ich habe schon mal Dead Space gespielt, ja, aber nur den... Welchen gab's damals für... Welchen gab es damals für PlayStation Plus kostenlos für die Dreier? War das der zweite Teil? Ansonsten habe ich keinen gespielt, aber der war sehr geil. Ich würde jetzt gerne mal speichern. Ich guck mal eben auf die Karte. Ich habe ja gesagt, dass ich keine Karte benutzen möchte, aber ich weiß, dass die Karte doch sehr, sehr viele Dinge für jemanden bereithält, dass man da viel Sachen finden kann. Was, bei Ellen habe ich mir auch die Pampas-Edition gekauft? Was ist denn die Pampas-Edition? Oh, ich glaube, hier kann man speichern, oder? Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh, schau mal an, wir haben eine Karte vergessen hier. Was kann ich hier benutzen? Was passiert denn jetzt? Ich habe da X gedrückt, aber nichts passiert. Okay. Wo kann ich denn nochmal speichern? Ach, da hinten war das erst. Ach, Pampas. Achso, Pampas. Achso, die Pampas. Die Pampas-Edition. Ah, jetzt können wir natürlich auch die ganzen Dings einsammeln. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig hier. Weil wir wissen ja, dass Alien ist unterwegs. Naja, schauen wir mal. Dritte Teil, der am schlimmsten war? Ja, es war vor kurzem übrigens bei Kabel 1. Ich glaube, diesen Montag kommt noch der letzte Teil von Alien im Fernsehen auf Kabel 1. Da kommt Alien, die Wiedergeburt. Dürft auf keinen Fall verpassen. Ich habe jetzt mir alle nochmal angesehen im Fernsehen. Also ich werde jetzt Montag auch wieder gucken. Schön auf HD. Und wer mit Alien nichts anfangen kann, sollte auf jeden Fall da mal reinschauen. Klar, ist natürlich doof, wenn man dann mit dem letzten Teil anfängt. Ansonsten einfach mal in der Videothek ausleihen, die Teile. Kann ich jedem empfehlen. Was leuchtet denn da? Hier hat doch gerade was geleuchtet, oder irre ich mich da? Was? Psst. Alter. Ich habe gerade schon wieder voll die Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Ich muss auch immer wieder meine Kopf... Warum muss ich auch meine Kopfhörer immer so auf volle Pulle drehen? Kann man das meiner sagen? Der packt mich. Der packt mich gleich. Ich glaube, hier war der Speicherpunkt links, ne? Ja. Da werden wir mal ganz schnell speichern. Ich finde das toll, dass man trotzdem noch in der... Ich finde das toll, dass man trotzdem noch in dieser Station sich umsehen kann. Auch wenn man ein Missionsziel hat, dass die Station größer ist, als wie eigentlich... Ja, ich sag mal, die Story eigentlich so ist. Also, dass man nicht straight der Story folgen muss, sondern man kann, wenn man möchte, einfach
Man möchte einfach einige Bereiche der Station erkunden. Und das finde ich ganz cool. Das tun wir nämlich jetzt gerade. Ja. Oh, Zugriff gewährt. Achso, da hatten wir, glaube ich, schon was rausgeholt gehabt. Hier waren wir, glaube ich, auch schon gewesen, oder? Ja, ich habe den neuesten Trailer schon gesehen. Ja, das haben wir schon gelesen. So. Wir haben da noch, glaube ich, ein Kartensymbol. Ist auch noch Karte. Ach ja, hier war das ja, wo es das Alien verfolgt hatte damals. Ich erinnere mich. Ich entsinne mich. Steht da hinten jemand? Da hinten steht doch einer, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ah, Tatsache, da stand einer. Oh, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Hohohoho. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Wo war denn nochmal der Aufzug? Hallo? Ah, hier, ne? Da stand tatsächlich so ein scheiß Android. Das gibt's doch gar nicht. Huh. Boah, sieht das cool aus. Entschuldigung, dass ich es immer wieder sagen muss, aber ist einfach so. Hi, Shownator, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So. Dann auf geht's. Prost zusammen. Yes. Haben wir diesen Bereich auch mal gesehen. Auch mal in einer ruhigen Form. Nee, immer noch nicht vorbei. Immer noch nicht durch mit dem Spiel. Shownator, immer noch am Spielen. Hab nächste Woche The Walking Dead das Spiel. Cool. Ist zwar nicht so mein Fall, aber freut mich für dich. Ja, das Comicspiel, genau. Ja, The Walking Dead. Gibt ja kein anderes. Ist ja immer auf Staffeln basiert. Nehmen Sie den Aufzug zu Seagen Cynetics. Okay. So, jetzt folgen wir mal wieder der Story und schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Und weiter geht's. Alles grün am Leuchten hier. Meine Güte. Was ist denn hier los? So. Wir müssen den Fahrstuhl benutzen, ne? Genau. Düt. Und wieder ein Fahrstuhl und wieder ein Ladebildschirm, oder? Ja. Wer hätte das gedacht? Noch ein Ladebildschirm. Wähle 333 auf dem Telefon. Wie? Wer von euch, würde mich einfach mal interessieren, wer von euch hat denn die Evil Within Folgen geguckt von mir? Das würde mich mal interessieren. Bis jetzt. Wer verfolgt dieses Let's Play? Gehen Sie zu Sevastopol Skimet-Turm, zum Skimet-Turm. Ich finde das so geil und habe es vorbestellt. Okay, Klangkasper guckt die Folgen. So, da brauchen wir die Verbesserung für den Ionenschneider. Ist voll jetzt so ein Déjà-vu, weil genau die Let's Player, die ich jetzt gerade gucke, die sind an dieser Stelle jetzt hier in der letzten Folge aufgehört. In diesem Raum. Mit der Folge, wo sie jetzt am Anfang sind. Genau hier. Und jetzt habe ich voll das Déjà-vu. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Was?
Hier ist doch alles... Hä? Wo muss ich denn hin? Kann ich zoomen? Was? Sorry, ich kenne nur leider die Story. Ach, haben wir den falschen Fahrstuhl genommen? Ach, wir müssen noch den Transit, glaube ich, nehmen. Kann das sein? Dito, ich kenne leider nur die Story. Okay. Welche Story? Prost. So. Und somit nehmen Sie den Aufzug zu Siegen Systems. Nein, Cynetics. Zu Siegen Cynetics. Nein, ja. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt muss. Ach, wir sind auch vollkommen falsch gelaufen. Wir hätten einfach hier durchlaufen können, wo wir vorher nicht waren. Hier war ich nämlich noch nie. Aber will ich hier sein? Ich schaue mich mal erstmal hier um. Wie Gerät unzureichend. Was? Okay. Hm, was steht denn hier dran? Hm? 5412. Na toll. Wackeln wir so oder ist es das Schiff? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, na endlich hier. Cynetic ist, Siegen Cynetics. Kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich. Es hört sich so ein bisschen an wie diese. Weiß nicht, ob da vielleicht die Androiden hergestellt werden. Kommen wir jetzt da in diesen Bereich? Oder kommen wir jetzt einfach in so einen Bereich, wo jetzt nur Androiden rumlaufen? Und natürlich das Alien. Hi, RW2209WE. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallöchen. So, es wäre ein cooler Zug von euch, wenn ihr mal Werbung schreiben würdet. Jetzt schreiben natürlich alle Werbung, 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 Werbung. So, Prost zusammen. Ich will es heute durchspielen. Habe ich mir fest vorgenommen. Ich will es heute definitiv durchspielen. Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Sixen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Was? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Boah. Bäh. Okay, wir müssen irgendwo durch so einen Schacht nach oben. Sixen. So. Ach du Kacke. Hat der ein Eis? Ach, der hat eine Zeitung im Mund. Bah, Alter, wie eklig. Bah, wer macht denn sowas? Das geht doch gar nicht. Wer macht denn sowas? So, nochmal eben kurz gucken, was jetzt hier unser... Mein Gott, was fehlt uns denn da bei den Molotows? Uns fehlt Komponente B fehlt uns. Gibt es denn so wenig Komponenten B hier? Ein Sensor-Inventar ist voll. Wir sind so gut ausgerüstet. Naja. Okay, dann schauen wir mal hier auf dem Terminal. Dankeschön für die Werbung, Vladiboss. Da seht ihr meinen YouTube-Channel. So, Smythe liest das. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du was findest, um durch die Palette zu schneiden und die Platte... Achso. Wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382... Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den... Boah, ich kann das kaum lesen, weil das so weit weg ist. Von den... Tunneltauben? Ach, von den Turteltauben. Aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Russell. Ich kann das kaum lesen, weil, so weit, weil ich jetzt so weit weg sitze vom Fernseher. Mein Gott. Sevastopol. Ein Vorposten des Fortschritts. Von Julia Jones. Oh, da ist er wieder. Siegen
gerechtlicher Ursprung. Während Wayland Industries das Feld in Sachen über Lichtreisen aus anführte, hat Siegens Erfolg bei Massenproduktion der Flugkomponenten für den darauffolgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexpansion und den Ruf, kostengünstige Alternative zu WY-Produkten zu entwickeln, ist vor öffentlichem Interesse. Heutzutage versucht Siegens, die Schicksale kränkelnder koloniale Außenposten zu kehren. Man investiert... Ich kann das kaum lesen, ey. Das ist so... Man investiert in Stationen wie Sevastopol mit Siegens affiliierten Firmen siedeln sich an, doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvollen wissenschaftlichen Muster versagen im Weltraum. Auf Sevastopol liegen die schlichten, massiven, weißen produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In den Forschungseinrichtungen sind die Geräte noch... Ich glaube, ich muss das Bild ein bisschen heller stellen. Sind die Geräte noch wie bei der Lieferung an in Plastik gehüllt? In den Handelsdocks floriert nun der Schwarzmarkt, auf den sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt und niemanden scheint das zu interessieren. Mein Gott, es gibt's doch gar nicht. Wie weit? Durch das weite Wegsitzen, ich sehe kaum noch was. Vielleicht kommt es noch, weil ich nicht mehr rauche, deswegen. Die Frage ist, wie? So, Agiert. Ich grüße dich erstmal. Prost zusammen. Kleinen Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Okay, ich gucke gleich, weil mal wieder meine PlayStation wieder nicht lädt. So, Komponente B, da haben wir Komponente B, yeah! Das heißt, wir können einmal Komponente B einsetzen. Ja! Agiert, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, agiert. So, Control Center und Cynetic Fluid Plant. Geht's hier lang? Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wieso habe ich einen Elektroschocker in der Hand? Ich will die Pumpgun nehmen. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten? Wie groß ist denn dein TV? Meiner ist ein 42 Zoller. War das schon wieder Komponente B? Ja, geil. Geil. Geil, wir sind voll ausgerüstet. Wir haben alles voll ausgerüstet. Ich werd bekloppt, ich würde gerne speichern. Bin ich ganz... Nee, Kumpel. Nee, den kannst du mal schön lassen. Ich weiß, was da kommt. So, 42 Zoll, wie gesagt, ist mein Fernseher. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Ist das der Schacht? Ach, Tatsache, das ist der Schacht. Aufsichtsbühne. Okay. Ich werde mich erstmal hier umsehen. Mein Gott, ist das geil. Ach, hier waren wir doch schon mal, ne? Kann das sein? Waren wir hier nicht schon mal? Okay. Gehen wir mal hier lang. Entfernung? 3 Meter? 2,5? Aber hier waren wir doch schon mal, ne? Ich meine ja. Stimmt, Tatsache. Speichern. Puh. So, Shownator ist wieder back, glaube ich. Back in action.
Ich gehe so ganz schön forsch jetzt hier ran, also... Tatsache, wir waren hier doch schon. Wieso müssen wir denn... Ich habe gerade voll die Déjà-vus. Ich glaube, wir müssen durch den Schacht. Ne, kann das sein? Nee, hä? Wir müssen hier lang? Wieso müssen wir denn... Hä? War da ein Schacht gewesen, den ich nicht gesehen habe? Ah, Plasmaschneider benutzen. Jetzt aber. Jetzt habe ich gesehen. Genau. Brille, Vielmann. Bitte keine Schleichwerbung, ja? So, Zugangscode. Ach, scheiße. Wie war denn nochmal der Zugangscode? Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Prost zusammen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, wer aufgepasst hat, wie der Zugangscode war. Also ich weiß ihn nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Ich weiß irgendwas mit 8, das weiß ich wohl. Cool, du spielst auch Minecraft, hab eine coole Welt gebaut. Geil. Okay, anscheinend weiß keiner den Code. Den Zugangscode. Dann werde ich nochmal eben nachsehen. Ich meine irgendwie 8382 war es gewesen. So. 8382. Wunderbar. Ja, das hätte ich jetzt auch gekonnt. Okay, dann gehen wir mal durch den Schacht. So. Hallo? 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 Was? Wo sind wir denn jetzt? Alter, wo sind wir denn jetzt? Boah, das sieht überhaupt nicht sicher aus über so eine... Ey, ist das ein Fahrstuhlschacht? Tatsache, es gibt... Ich höre einen Fahrstuhl. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Hallo? Ah, hier ist eine Leiter. Schön. Sag mal. Gut. Gut. Gut, das ist gut. 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 So, gut. Ah, okay. Wow, 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 wow.